Hey, ich darf wieder recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge Assassin's Creed Origins. Erst, du siehst da, jetzt kommen die ganzen Leute aneinander. So, wir haben da in der letzten Folge angerecht. Und daraufhin werden wir uns jetzt. Sollen wir uns da jetzt schon hochbegeben oder abwarten? Tam tam tam. Wir werden uns das rausholen. Okay. Wie gesagt, ich würde gerne noch ein bisschen erkunden. Wir kommen dann ins obere Gebiet rüber. Whoa! Hey! Spring da drüber, komm. Das wirst du wohl zusammenbringen. Aber jetzt, ja. Oh! Genau, lauf! Hütte, Hotte Hü. Hütte Hot. Hütte Hot, ne? Tam, tam, tam. Okay. Viele Fischerboote. Hallo? Was? Hä? Hä? Was war da? Keiner weiß es. Hundert. Oh! Stopp. Schon wieder muss ich nur wegen einem einzigen Schatz da runtertauchen. Dann springen wir wenigstens. Dann müssen wir mal schön rein. So. Neue Schätze entdecken. Ah. Da auch irgendwas? Na bitte, geht doch. Ja, Höhle. Muss man sicher rein. Aber was sag ich? Hey, lass mich da erst. Hallo? Schatz? Schatz geplündert. Da hinten noch ein bisschen was. Ja, ich weiß, wie viele schwimmen Kreise. Aha. Ein Zepter. Warum hat Zeno den Schatz nicht entdeckt? Liebe Zeno, mach deine Augen besser auf. Hoch da. Ja. Sehr schön. Dann haben wir da unten noch was. Hey, Warshia! Hinter dir! Imi, ja, verhindert! Ja, hinter dir. Ja, ich weiß. Also hinter mir, im Endeffekt. So. Hey, bleibst du da? Das Wasser ist so schön. Beschützt den Neb! Hey! Verschafft mir mehr Zeit! Ich muss weiter! Scheiße! Der Neb ist tot! Das Kamel drauf, okay. Ein Plan. Dafür lasse ich dich leiden! Ja, was ist das für Erfolg war? Ja! Können wir nachschauen? Schauen wir schon nach, was das für Erfolg war. Töte einen Gegner mit einem Kopfschuss, während er von Zeno. Aha! Okay. Gut, ich glaube, das haben wir früher auch schon gehabt. Hätten wir schon früher gehabt, wenn es früher verfügbar gewesen wäre.
Ja, da haben sie schon oft aus der Patsche geholfen. Ich glaube, jetzt kommen wir zum nächsten Sternbild. Also Steinkreis, ne? Wow, man sieht überhaupt nicht den vorgefertigten Weg. Da die Spuren und da. Da bin ich reit zu dir. Fällt ein. Danke. So. Ja, ein Steinkreis. Okay, aber warum aus so einer Perspektive? Wow. Ernsthaft. Verstehe ich, warum unsere Pferde nie schwimmen können. Schau aus wie ein kleiner Löwe. Schau aus wie Simba. Nope. Jetzt teilen wir nur noch diese Sterne, Remo. Aber das reicht. Vor uns ist der Gott, der sich an Osiris ergötzt hat und Diebe liebt, kalt und rücksichtslos. Großer Sobek, Beschützer des Nils, von Re, von Horus. Alle großen Götter bieten dir die Stirn. Ich diene dir, doch ich traue dir nicht. Unter dir ist alles moralisch, denn Wahrheit beachtest du nicht. Du hast Kinder gefressen, alles dem Chaos und Wahnsinn geopfert. Paarst dich mit dem Nil und herrschst über alle Götter. Und ich töte dich, wenn ich muss. Okay, ich glaube, wir haben es diesmal ziemlich schnell gefunden. Ich habe jetzt nur noch abgewartet, bis er fertig ist. Ein Krokodil. Jetzt hätte aber Simba auch sein können. Ja. Ich wäre für Simba. Sieh zu den Sternen. Warum ist da jetzt so fern? Jetzt habe ich einen Leopard. Könnte die ganzen toten Viecher gehen. Ja, wo bist du? Sehe ich nicht. Wo bist du? Da. Okay. Au. Danke. Geier. Sie kreisen schon über uns. Na, ja, schauen wir, werden wir heute kommen. Wieder ein Fähigkeitenpunkt. Wie hoch geht das zum Stapeln? Oh. Oh, hi. Ich will sicherlich nicht für mein Pferd unternehmen. Zwei und kein Schatz. Hab Angst vor dir. Nummer eins. Wow. Ach, schau, weißt du was? Was dann? Leben? Was war das gerade für ein Spaß? Okay, weiter geht's. Was ist da? Ah. Okay, daher. Dank.
Wow. Ha! So. Gut. Haben wir wieder ein paar hundert Meter. Aber wir sehen dorthin. Das ist immer was Schönes. Wir sehen unser Ziel. Das glaube ich gar nicht. So felsig. Ich frage mich nur, ob der Helikopter schon da ist. Ist er schon da oder nicht? Das können wir uns auch mal anschauen. Können wir mal rausfitschen aus dem Animus. Könnten wir mal schauen, ob die Stunde schon um ist. Oder ob wir schon verpasst haben. Den Hubschrauber sicher verpasst. So, sind wir da? Spielt ein Leopardenbau. Wow. Gut, jetzt ist er. Hat der schon mal weggezeigt, dass du hübsch bist? Au. Das können wir zu Fuß gehen, oder? Nein, wir hätten. Die ganzen armen Viecher da. Nehmen wir alles mit, gerne, danke. Okay. Und schon wieder ein Papyrus. Schatz. Ganz oben. Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Tam 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 tam. Ich habe einiges. Ja, bist du denn des Wahnsinns? Was liegt denn da alles unter Wasser? Ich weiß es nicht. Alter. Na, doch bitte wieder. Jetzt da. Ah, das ist. Da ist der Steinbruch überflutet worden. Ja, aber war nicht die neue Quest? Muss man gleich anschauen. Na, gehst du bitte tauchen, danke. So, da hinten noch. So, ich bild mal ein, wir hatten da drüben auch eine Quest. Die hätten wir da. Ah, okay. Oh Gott, wirklich? Das kann auch wieder Schatten töten. Lass mich bitte jetzt aus dem Wasser. Ich komme nicht aus dem Wasser raus.
Ich meine, wir können es versuchen. Wollen wir es ohne Pferd probieren oder mit? Klar, ich springe natürlich an Papyrus vorbei. Hallo? Da. Nördlich der des Schursteinbruchs findet sich ein Zeugnis der menschlichen Dummheit. Dort errichtet man zwei Mauern, um zu fangen, was sich nicht fangen lässt. Okay, wo ist nördlich? Also im Endeffekt ist es ein Staudamm, der wahrscheinlich genau da liegen wird. Nördlich, ja, das wird schon das sein. Aber es hört sich nach einem Staudamm an, der das Wasser halten hätte sollen, nicht halten hat können. Deswegen, dass jetzt da alles unter Wasser steht. Hallo. Hallo, Hexe Hippo. So. Ja, nördlich des Steinbruchs. So, das heißt, wir gehen durchs Wasser und suchen den Damm. Das ist doch im Norden, ne? Jo. Schul. Also. Nördlich? Was wäre aber da oben? Hä? Westen, Norden. Also für mich... Ehrlich gesagt, für mich wäre es ein Damm gewesen. Aber es könnte natürlich auch da die Festung sein. Andererseits... Das sieht aus wie ein Flusslauf. Nein, das ist ein reiner Burgkram. Okay. Hä? Also ich dachte, für mich wäre es ein Damm gewesen, was der da gemeint hat, aber... Warte mal, gleich im Bus. Ist da doch was? Ja. Ja, da ist was. Da ist doch irgendwas. Also das waren auf jeden Fall Mauern. Hasse Schatzsuche, ich hasse sie so sehr. Bitteschön, gelöst. Wir gehen zuerst auf die Insel und dann holen wir uns den 40.
Spiel mehr auf der Insel waren wir aber schon mal. Was ist noch? Wie kommt das Schiff da rein? Hallo? Gehst du bitte, was führst du heute auf? Ja, war so klar. Und kann noch kämpfen. Hilfe! Schnell weg! Schwimm! Schwimm um dein Leben! Oh Gott, oh Gott! Ist die Fliegen noch hinter mir? Oh Gott! Kommt näher! Lass mich in Ruhe! Ah, okay. Gut, dann hätte ich den Schatz plündern wir noch. Wo ist er? Da. So. Hey, nimm du das mit? Danke. Warum ist das Wasser blau? Wow. Okay. Ich glaube, damit hat keiner von uns gerechnet, oder? Einsammeln. Genau, passt. So. Gut, und bevor wir uns jetzt den ersten Karabeus-Schatten holen, darf ich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen bedanken. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaltet euch beim nächsten Mal wieder ein. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss. Baba.